Darfur. Seit 2003 herrscht im Westsudan ein schmutziger Krieg. Ein Bürgerkrieg. Ein Krieg gegen die Bürger. Vergewaltigungen, ethnische Säuberungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die sudanesische Regierung hat sich der übelsten Mittel bedient, um mit dieser rebellischen Provinz aufzuräumen. The last two years have been little short of hell on earth for our fellow human beings in Darfur. Mindestens 200.000 Tote, 2,5 Millionen Flüchtlinge. Zahlen allein vermögen diese Hölle auf Erden nicht zu beschreiben. Doch am 31. Juli 2007 erwacht in New York am Sitz der Vereinten Nationen wieder Hoffnung für die Überlebenden. Der Sicherheitsrat beschließt einstimmig die Entsendung von 26.000 Blauhelmen nach Darfur. Endlich. Es wird die größte Streitmacht in der Geschichte der UNO sein. Aber warum mussten darüber 4,5 Jahre vergehen? Hohe Verantwortungsträger im UN-Sekretariat zeigten Feigheit und Inkompetenz. Wir haben unser Versprechen des Nie wieder nach Ruanda nicht eingehalten. Die Weltgemeinschaft hat versagt in Darfur. Jenseits von Mitleid und Empörung wollten wir auf die Anfänge zurückgehen, die Hintergründe erklären und die Strategien der Akteure in diesem Konflikt aufdecken. Von Khartoum bis Washington, über Genf oder Peking haben wir eine Geschichte untersucht, die nicht nur den Sudan betrifft. Eine Geschichte, die auch die unsere ist. Es war ein Test für das 21. Jahrhundert. Werden wir eine bessere Welt erschaffen? Werden wir in der Lage sein, Verbrechen wie diese zu verhindern? Wir haben weggesehen, bis wir dachten, jetzt wird es Zeit. Aber da war es zu spät. Darfur, ein Territorium von 500.000 Quadratkilometern. So groß wie Frankreich, gelegen im äußersten Westen Sudans, des größten Landes in Afrika. Umgeben von Libyen, dem Tschad und der Zentralafrikanischen Republik, bildet es die Grenze zwischen der arabischen Welt und Schwarzafrika. Es ist eine der isoliertesten und ärmsten Regionen des Kontinents. Die Hauptstadt Khartoum ist mehr als 1.000 Kilometer weit weg. Die Provinz Darfur war bis 1916 ein Sultanat und hat sich eine ausgeprägte nationale Identität erhalten. Du bist aus Darfur, einem Königreich, das jahrhundertelang mächtig war. Deshalb haben die Menschen in Darfur tatsächlich ein starkes Identitätsgefühl. Diese Identität speist sich aus einer großen ethnischen Vielfalt. Die ausschließlich muslimische Bevölkerung Darfurs besteht aus einer Vielzahl von Stämmen. Manche sind arabischen, andere afrikanischen Ursprungs. So haben die Fur, die größte afrikanische Gruppe der Region, ihren Namen gegeben. Tatsächlich ist die reale Spaltung ökonomisch bedingt. Die afrikanischen Stämme bestehen zum überwiegenden Teil aus sesshaften Landwirten, die in den Dörfern leben. Die Araber sind eher Halbnomaden, die Rinder und Kamele züchten. All diese friedlich zusammenlebenden Gruppen haben eines gemeinsam. Sie bewohnen eine Region, die von der politischen Macht vergessen wurde. Im Grunde sind wir hier beim Problem der sudanesischen Zentralmacht, die sich seit der Zeit der Briten, seit 1956, nur für den profitablen Sudan interessiert hat, für das Zentrum. In Darfur wurde nie investiert, weder in die Infrastruktur noch in irgendein Dienstleistungsgewerbe. 2003, unmittelbar vor dem Krieg, gibt es in Darfur weniger als 150 Kilometer asphaltierte Straßen und nur eine einzige funktionierende Brunnenanlage für eine Bevölkerung von 7 Millionen Menschen. Tatsächlich wendet die Regierung den wesentlichen Teil ihrer Mittel für das Niltal und die Hauptstadt auf. Die Einnahmen aus dem Erdöl, das seit 1999 im Süden des Landes sprudelt, dienen vor allem dazu, das Khartoum von morgen zu errichten. Eine Art futuristische Megalopolis nach dem Vorbild der Golfmetropolen. Aber 1000 Kilometer entfernt in Darfur fehlt es an allem. Hier kommen auf einen Lehrer 300 Kinder und auf einen Arzt annähernd 40.000 Menschen. In Darfur gibt es nichts, keine Möglichkeit, ein kleines Wehwehchen zu kurieren. Eine einfache Verstauchung kann zum Tod führen. Ich habe ein junges Mädchen gesehen, das innerhalb von 14 Tagen gestorben ist, zwischen dem Tag meiner Abreise und dem Tag meiner Rückkehr. Sie hatte nur ein gebrochenes Bein, daran ist sie gestorben.
Deshalb haben die Menschen das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein für die Leute aus Khartoum, die sich für zivilisierter und gebildeter halten, die die Wirtschaft beherrschen, in Sachen Kultur den Ton angeben und an den wichtigsten Hebeln der politischen Macht sitzen. In Khartoum wurden die Menschen aus Darfur verächtlich als Halibin bezeichnet, das heißt auf Arabisch, die aus dem Westen. Eine Demütigung, mit der man ihnen zu verstehen gab, du zählst nicht, du bist ein Nichts, eine Null. Für uns bedeutest du gar nichts. Vor diesem Hintergrund kommt es zu einem ersten Ereignis, das die Region destabilisiert. Anfang der 1980er Jahre werden der Tschad und Darfur von einer grausamen Dürre heimgesucht. Die ständig weiter vordringende Sahara lässt Anbau und Weideflächen versteppen. Zwischen August 84 und November 85 verhungern mindestens 80.000 Menschen in Darfur. Diese Tragödie führt zu einer radikalen Veränderung der Beziehungen zwischen Landwirten und Nomaden. Begonnen hat das Ganze als ein Wettstreit um die natürlichen Ressourcen, verschärft durch die Verschlechterung der Umweltbedingungen und die Versteppung. Die im Norden Darfurs beheimateten Nomaden sahen sich gezwungen, in den Süden auszuweichen, in den traditionellen Lebensraum der Landwirte. Aufgrund der alle Jahre wiederkehrenden Dürreperioden haben jedoch auch diese Landwirte ihre Anbauflächen ausgedehnt, haben sich nach und nach das Weideland angeeignet und damit die Wanderrouten der Nomaden. Seitdem geht es für beide Gruppen ums Überleben. Nomaden und Landwirte bewaffnen sich, um ihre Herden respektive ihren Boden zu schützen. In Khartoum verschließt man vor dieser wachsenden Gewalt die Augen. Schlimmer noch, man behindert den Zugang humanitärer Hilfe in die Region. Denn mit dem Eingeständnis einer Hungersnot würde man zugeben, dass Darfur wirtschaftlich unterentwickelt ist. Da die Regierung nichts unternimmt, versuchen die Eliten der Region, vor allem die FUR, eine politische Lösung für diese verfahrene Situation zu finden. Die dörflichen Ethnien in Darfur stellten erste Forderungen an den Reichtümern des Landes und an der Zentralmacht teilzuhaben. Die Regierung erkannte die damit verbundene Gefahr und entschied sich für die ihrer Meinung nach günstigste Lösung des Problems, die Bewaffnung dieser Krieger und Nomaden, die eine so viel stärkere Offensivkapazität in Darfur selbst darstellten. Die 27 arabischen Stämme schließen sich zusammen. Die Regierung bewaffnet sie. Sie redet ihnen auch erfolgreich ein, dass sie eine überlegene Rasse seien. Eine selbstmörderische Politik. In Darfur beginnt man nun, sich als Araber oder Afrikaner zu definieren, statt als Nomade oder Landwirt. Die ökonomische Spaltung wird zur ethnischen. Und diese Situation verschärft sich durch den Krieg, den sich die Nachbarländer Tschad und Libyen während der gesamten 80er Jahre liefern. Als Folge des Krieges zwischen Libyen und dem Tschad gelangten große Mengen an Waffen über die Grenze Sudans und landeten schließlich in den Händen der Landwirte und Nomaden. Die traditionellen Stammeskonflikte wurden mit wachsender Gewalt ausgetragen, weil man nun über Automatikwaffen verfügte, die sehr viel mehr Opfer forderten. Und manchmal ging es dabei wirklich sehr brutal zu. In Darfur gab es schon seit etwa 10 Jahren zwischen 2.000 und 5.000 Tote jährlich. Im Juni 1989 wird die Regierung in Khartoum durch einen Staatsstreich gestürzt. General Omar al-Bashir, der neue starke Mann des Landes, setzt eine islamistische Militärdiktatur ein. Mit der Folge, dass sich die Beziehungen zwischen Khartoum und der Bevölkerung von Darfur noch weiter verschlechtern. Angesichts der hoffnungslosen Situation gründet sich 1992 eine Rebellenbewegung, die SLM, die Sudanesische Befreiungsbewegung. Sie fordert eine gerechtere Aufteilung der Macht und der Reichtümer des Landes sowie die Errichtung eines demokratischen und säkularen Staats. Die Rebellion ist im Wesentlichen afrikanischen Ursprungs. Ihr Anführer ist ein junger Anwalt aus dem Volk der Fur, Abdelwahid El-Nur. Uns ist klar geworden, dass wir einen Weg finden mussten, um das Blutbad zu beenden und friedlich zusammenzuleben mit all unseren Unterschieden und Ethnien in ein und demselben Land. Da haben wir beschlossen, die Untergrundorganisation SLM zu gründen. Anfang 2003 betritt eine weitere, diesmal islamistische Bewegung die Bühne. Die JEM, die Bewegung für Gleichheit und Gerechtigkeit.
Von Anfang an ist die Rebellion gespalten. Vorerst ist es jedoch die mehrheitsbildende SLM von Abdelwahid, die Ende Februar 2003 den Aufstand auslöst. Wir haben zahlreiche Städte angegriffen, wie Golo, wie den Wadi Salih und Al-Junaina, die wichtigen Zentren. Und wir haben ein großes Militärarsenal erbeutet. Nach 2 Monaten des Guerillakampfes beschließt die SLM einen tödlichen Schlag gegen die Militärmacht Khartoums in Darfur. Am 25. April 2003 unternimmt ein Rebellenkommando einen Blitzüberfall auf die historische Hauptstadt der Region, Al-Fashir. Das Ziel? Die Kontrolle über den Militärflughafen und die Zerschlagung der sudanesischen Luftwaffe. Die Rebellen kommen also am frühen Morgen, zerschlagen die Armee und nehmen den Oberkommandierenden der Luftwaffe als Kriegsgefangenen. Das war eine furchtbare Schande für die Armee. Es herrschte reine Panik. Für die sudanesische Armee ist die Bilanz verheerend. 200 Soldaten getötet, 2 Großraumflugzeuge und 3 Kampfhubschrauber zerstört. Diese vernichtende Niederlage Khartoums markiert den offiziellen Beginn des Krieges in Darfur. In diesem Moment waren wir völlig überrascht. Ein Angriff auf eine Stadt wie Al-Fashir, eine der bedeutendsten Städte im Westsudan, in Darfur. Ein Angriff auf den Flughafen, ein Angriff auf Militärkasernen. Das war völlig unannehmbar, verantwortungslos, ungerechtfertigt. Und jede Regierung der Welt hätte sofort reagiert. In Khartoum herrscht sprachloses Entsetzen. Der Angriff auf Al-Fashir ist ein Schock, eine Demütigung für das Regime von Präsident al-Bashir. Mit der Zerstörung der sudanesischen Luftwaffe behauptet sich die SLM als eine ernstzunehmende militärische Bedrohung. Und vor allem ereignet sich diese Rebellion in Darfur für die herrschende Macht zu einem absolut ungünstigen Zeitpunkt. Die Regierung war vollauf mit den Verhandlungen beschäftigt, die den bis dahin längsten Krieg Afrikas im Südsudan beenden sollten. Tatsächlich ist die sudanesische Regierung gerade darum bemüht, einen anderen Konflikt im Süden des Landes zu beenden. In der Region Südsudan, bewohnt von einer afrikanischen Bevölkerung christlich-animistischen Glaubens. Blicken wir zurück. 1983 erhebt die sudanesische Volksbefreiungsarmee, die SPLA, unter Führung von Oberst Garang die Waffen gegen Khartoum. Sie stellt zahlreiche Forderungen. Rückkehr zur Demokratie, Religionsfreiheit, regionale Autonomie und gerechte Verteilung der Reichtümer. 2002, nach 19 Jahren des Kampfes und 2 Millionen Toten, wird auf Druck der internationalen Gemeinschaft eine Waffenruhe unterzeichnet. Es folgen langwierige Verhandlungen mit der SPLA. Und Khartoum weiß, dass Zugeständnisse notwendig sind, um eine endgültige Vereinbarung zu erzielen. Das ist der Preis für den Frieden. Einige Bedingungen der Vereinbarung gewähren dem Sudan einen Autonomiestatus. Die Aufteilung der Macht und der Reichtümer wird beschleunigt. Außerdem werden dem Süden Anteile aus den Erdöleinnahmen zugestanden. Ebenso war abzusehen, dass der Vizepräsident des Landes aus dem Süden stammen würde. Das Regime schickt sich an, Macht und Erdöl zu teilen. Dieser Beginn des Jahres 2003 bedeutete also für die Rebellen von Darfur, dies ist der einzig mögliche Zeitpunkt zu handeln und Al-Fashir anzugreifen. Danach würde es für Verhandlungen zu spät sein. Was in Südsudan vorging? Lange Verhandlungen hatten stattgefunden. Und warum? Weil die Leute bewaffnet waren. Also dachte man sich, warum machen wir es nicht genauso?